Ich habe versprochen, alles über die Schatzinsel aufzuschreiben und nichts auszulassen bis auf die Lage der Insel. So greife ich jetzt also zur Feder und versetze mich im Geist in die Zeit zurück, als uns noch das Gasthaus Admiral Bembo in der Nähe von Bristol gehörte. Damals, als das Abenteuer begann, war ich gerade 15 Jahre alt. Mein Vater war kurz vorher gestorben und meine Mutter führte den Admiral Bembo allein weiter. Es war an einem nebligen Herbsttag im Jahre des Heils 1753. Der Mann auf des Bodenmanns ist der Zuhause. Und der Bulle mit Rum. Im Restaurant. Warte mal auf! Komm mal! Ja, ja, ich komm ja schon. Ich hoffe, ein durstiger Mann kriegt hier ein Glas Rum. Auch zwei, wenn ihr wollt. Nette Bucht, das hier. Gute Gegend für einen Grochladen. Hätte Lust, hier vor Anker zu gehen. Wir haben Zimmer frei, Sir. Oh, viel Verkehr, was? Es kommt wenig Kundschaft. Es ist ein Jammer, Sir. Ja, dann ist es der richtige Laden für mich. Werden eine Weile hierbleiben. Ich hoffe, ihr habt jemanden, der mir hilft, diese Kiste auf mein Zimmer zu schaffen. Der Junge wird euch helfen. Jim? Ja, Mutter? Sieh doch mal, sieh doch das prächtiges Bürstchen. Der Junge ist mein ganzer Stolzer. Können Captain zu mir sagen. Willkommen, Captain. Willkommen in Admiral Bembo. Ich bin ein einfacher Mann, Madam. Rum, Speck und Eier ist alles, was ich brauche. Und den Hügel da drüben, damit ich auf die Schiffe aufpassen kann, die vorbeikommen. Da wäre noch etwas... Ach so, ja. Ich weiß schon, worauf ihr aus seid. Nehmt diese Grundstücke. Ja. Und wenn die alle sind, da könnt ihr euch melden. Dann gibt's mehr. So war der alte Seebär in unser Haus gekommen und niemand ahnte, welche Aufregung er in unser stilles Gasthaus bringen sollte. Er trank Unmengen von Rum und grölte ständig das Seemannslied, das er bei seiner Ankunft gesungen hatte. Den ganzen Tag übertrieb er sich mit einem Messingfernrohr in der Bucht oder auf den Klippen umher. Eines Tages stand plötzlich ein Fremder in der Gaststube. Hey, Söhnchen! Ist das der Tisch von meinem Kameraden Bill? Ich kenne keinen Kameraden Bill. Wir haben nur einen Gast und der wird immer Captain genannt. Warum soll sich mein Kamerad Bill nicht Captain nennen? Sieht ihm ähnlich. Seid ihr sicher, dass ihr euch nicht irrt? Lässt sich leicht feststellen, denke ich. Brauchen die nur zu beschreiben, Söhnchen. Er hat feine Manieren, mein Kamerad Bill. Besonders, wenn er besoffen ist. Und er hat eine Narbe von einem Säbelhieb. Und zwar auf der rechten Backe. Und nun sage mir, wohnt mein Kamerad Bill hier oder nicht? Ja, er wohnt hier, aber er ist spazieren gegangen. Ich habe Glück, Söhnchen. Ich komme gerade zurück, hör nur. Ein Ball mit Rum. Na, Bill, kennst du mich noch? Du erinnerst dich noch an deinen alten Schiffskameraden. Nicht wahr? Schwarzer Hund? Freilich, wer sonst? Der alte schwarze Hund kommt seinen lieben Schiffskameraden Bill im Admiral Bembo besuchen. Haben zusammen schwere Zeiten durchgemacht, was? Also gut, lass mich hier aufgestellt, weil... Nur rede, was bist du hier? Bist noch immer der alte Bill. Triffst noch immer den Nagel auf den Kopf. Der liebe Junge hier, an dem ich einen Narren gefressen habe, soll mir einen rumbringen. Und dann wollen wir uns gemütlich zusammensetzen und ehrlich miteinander reden, wie sich für zwei gute alte Kameraden geziemt. Hast du es gehört, Chili? Geh und hol uns rum. Verschwinde, verstehst du? Hör zu, Söhnchen. Bei
Bei mir gibt es kein Horchen an den Schlüssellöchern. Hast du mich verstanden? Ich ließ die beiden also allein und kehrte in den Schankraum zurück, nachdem ich ihnen den Rum gebracht hatte. Lange Zeit konnte ich nichts hören, obwohl ich mir beim Horchen die größte Mühe gab. Endlich wurden die Stimmen lauter. Dann erfolgte plötzlich ein fürchterlicher Ausbruch von Flüchen und anderem Lärm. Stühle und Tische stürzten übereinander, ein Klirren wie von Stahl folgte, dann ein Schmerzensschrei. Ich rannte in die Gaststube und sah den Käpt'n lang auf dem Boden liegen. Den anderen, den man Schwarzen Hund nannte, konnte ich nirgends entdecken. Der Käpt'n musste eine Woche im Bett liegen bleiben, nachdem ihm der Doktor das Blut abgezapft hatte. Ich brachte ihm Arznei und kühle Getränke hinauf. Gegen Mittag das erste Mal. Der Kranke blickte mich forschend an. Jimmy, du hast doch heute den Seemann gesehen, nicht? Nicht, Jimmy? Den schwarzen Hund? Ja, den schwarzen Hund. Er ist ein schlechter Kerl. Aber die ihn angestiftet haben, die sind noch schlimmer. Ich hab dir doch jeden Monat ein silbernes 4-Penny-Stück gegeben. Nicht, Jimmy? Und weißt du warum? Weißt du denn? Ich sollte Ausschau halten nach einem Seemann mit einem Bein. Ja. Sie sind hinter meiner Kiste her, Jimmy. Hinter meiner Kiste. Als Nächsten werden sie den schwarzen Fleck schicken. Ich kann nicht mehr weg hier, also musst du mir helfen. Was soll ich tun? Ja. Du kannst doch reiten, ne? Ja. Na schön. Dann setzt du dich also auf dein Pferd und reitest zu diesem Quacksalber und sagst ihm, er soll alle Polizisten an Deck pfeifen. Dann kann er die ganze Gesellschaft an Bord von Admiral Benbow auf einmal abfangen. Die ganze Mannschaft vom alten Flint. Matrosen und Schiffsjungen, alles, was noch dazugehört und was noch davon übrig ist. Und warum soll der Doktor das tun? Ich war sein Steuermann. Verstehst du, Jimmy? Steuermann vom alten Flint. Und ich bin der Einzige, der den Platz kennt. In Savannah hat er mir die Karte gegeben, als er im Sterben lag. Gerade wie ich jetzt. Verstehst du? Klar, Captain. Hab alles verstanden. Ja, aber du darfst nichts verraten, solange sie mir nicht den schwarzen Fleck schicken. Oder willst du den schwarzen Hund siehst. Oder den Seemann mit dem einen Bein. Was ist der schwarze Fleck? Ja, das ist eine Vorladung, Kamerad. Werd sie dir zeigen, wenn ich sie kriege. Bis dahin halte scharf Ausguck, hörst du, Jimmy? Mhm. Versprich es mir. Ich will Halbpart mit dir machen, weil sie so Halbpart, Jimmy. 50-50, ja? Oder der Teufel soll mich holen. Halbpart mache ich mit dir. Der Käpt'n fantasierte noch eine kurze Zeit, aber seine Stimme klang immer schwächer, bis er in einen tiefen, ohnmachtsähnlichen Schlaf fiel. Zwar durfte er nach einer Woche wieder aufstehen, aber statt sich zu erholen, wurde er immer klappriger. Eines Nachmittags, als ich einen Augenblick vor der Haustür stand, sah ich einen Mann langsam die Straße heraufkommen. Möchte nicht ein barmherziger Menschenfreund einem alten Blinden, der sein Augenlicht bei der glorreichen Verteidigung seines Vaterlandes verloren hat, sagen, wo er sich befindet? Ihr seid im Admiral Benbow, in der Schwarzhügelbucht. Möchtet ihr mir wohl eure Hand reichen, mein lieber junger Freund, und mich hineinführen? Habt ihr meine Hand, guter Mann? So, mein Junge, nun bring mich zum Käpt'n. Los, vorwärts! Ich gehorchte ihm augenblicklich, denn ich hatte nie eine widerwärtigere Stimme gehört. Ich führte ihn zur Haustür hinein und in das Gastzimmer, wo unser kranker alter Seeräuber schon wieder im Rumrausch saß. Der Blinde hatte mir vorher erklärt, was ich sagen sollte, sobald ich den Käpt'n erblickte. Hier kommt ein Freund, Bill! Bleib nur sitzen, Bill! Sehen kann ich nicht, aber ich höre einen Flohhusten. Du? Pschuh.
schwarzer Fleck, nicht? Streck deine linke Hand aus, Bill. Hab dir etwas zu übergeben, eine Nachricht. Die letzte, Bill. Was habt ihr vor? Du kannst es gleich lesen. Ich habe mein Geschäft besorgt und geh wieder. Was steht auf dem Zettel, Captain? Na, lies. Bis heute Abend um 10 hast du Zeit. Bis 10? Noch 6 Stunden, Alter? Junge, 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 die wollen wir nutzen. Jetzt gilt es, sehen Sie mir. Jetzt will ich. Captain, was habt ihr? Ist euch nicht gut? Der Captain war tot. Ein neuer Schlaganfall hatte seinem Leben ein Ende gemacht. Ich rief meine Mutter herbei und erzählte ihr alles über den Captain und die Männer, die ihn besucht hatten. Wir müssen ihnen den Schlüssel wegnehmen. Ja, den Schlüssel zur Kiste, Jim, bevor die anderen kommen. Der Captain hatte bis um 10 Uhr Zeit, Mutter. Such den Schlüssel, Jim. Ich kann ihn nirgends finden. Vielleicht trägt er ihn an der Schnur um den Hals. Wahrhaftig, da ist er. Oh, schnell, schließ die Kiste auf. Lauter Goldstücke. Oh, du Dublonen, Louis d'Or, Guinea, Piaste. Und ein Wachstuch umwickeltes Päckchen. Hör zu, Jim. Wir wollen diesen Kerlen zeigen, dass wir ehrliche Leute sind. Wir nehmen nur, was uns zusteht. Das Geld für Kost und Logis für die letzte Woche. Was war denn das? Ich glaube, sie kommen. Wer? Die Piraten? Scheint so. Dann nichts wie fort. Eine Sekunde später waren wir zur Haustür hinaus. Keinen Augenblick zu früh. Der Klang von eiligen Schritten drang an unser Ohr. In einem hin und her schwankenden Lichtschein sahen wir mehrere Männer. Es gelang mir, meine Mutter von der Straße herunter und ein Stück unter einen Brückenbogen zu ziehen. Dort harrten wir aus, in Hörweite vom Gasthof. Schlag die Tür ein, Kameraden! Stürmt den Gasthof und holt den alten Bones heraus! Vergesst doch die Kiste nicht! Keine Angst, Jungs. Wir haben nichts vergessen. Beeilt euch, Kameraden! Das ist der Zeit, dass wir Flints Erbe antreten. Ich hätte dem alten Bones so gepasst, uns übers Ohr zu hauen. Glaubte klug genug zu sein, aber... Nun, was ist? Bones ist tot. Tot? Er liegt in seinem Zimmer und rührt sich nicht mehr. Ach gut. Hauptsache, ihr habt gefunden, was wir suchen. Die Kiste ist da, das Geld auch. Oh, der Teufel, das Geld! Ich meine Flints Klaue! In der Kiste ist nichts. Außer den Goldstücken. Es sind die Leute aus dem Gasthof gewesen. Dieser verdammte Bengel! Zweimal. Das ist Dirk. Wir müssen das Feld räumen, Jungs. Los, Jungs, lauft! Es wird ernst, da kommen weiter! Halt! Kameraden, halt! Ihr werdet doch den armen alten blinden Pschuh nicht im Stich lassen! Wartet! Bleibt stehen! Wartet! Die Reiter waren unsere Rettung. Sie suchten die ganze Umgebung ab, ohne freilich einen Piraten zu entdecken, bis auf den blinden Pew, der von den Klippen gestürzt war. Ich machte mich auf den Weg zu Dr. Livesey. Natürlich nahm ich das Wachstuchpäckchen mit. Aber der Doktor war nicht zu Hause, sondern zum Abendessen bei Herrn Trelawney aufs Schloss eingeladen. Dort musste ich zum zweiten Mal meine Geschichte erzählen. Dr. Livesey und Herr Trelawney hörten aufmerksam zu. Dann schnitt der Doktor das Päckchen auf. Ein Notizbuch und ein versiegeltes Papier. Ich schlage vor, wir nehmen uns zuerst das Buch vor. Einverstanden, Doktor. Daraus soll der Teufel klug werden. Nicht doch, Doktor. Die Sache ist sonnenklar. Das ist das Kontobuch des Schurken. Na, sehen wir uns jetzt das versiegelte Papier an. Eine Karte. Die topografische Wiedergabe einer Insel. Mit genauen Angaben über Meerestiefe und so weiter, um ein Schiff in die Bucht zu steuern. Da steht etwas geschrieben. Hauptteil des Schatzes.
Wahrscheinlich ist dort die Beute vergraben. Es steht noch etwas auf der Rückseite. Großer Baum, Fernrohrschulter, Peilung, einen Strich Nord zu Nordost. Skelettinsel, Ost-Süd-Ost zu Ost. 10 Fuß... Da unten ist noch eine Notiz. Das Barnsilber liegt im Nordversteck. Man findet es in der Richtung auf den Osthügel. 10 Faden südlich von der schwarzen Klippe, mit dem Gesicht nach dort. J.F. Das heißt John Flynn, nicht wahr? Es ist durchaus möglich. Aber auf meinen Reisen oft von einem Piraten dieses Namens erzählen hören. Wenn nicht alles täuscht, hat dieser John Flynn seine Schätze auf einer Insel vergraben. Doktor, ihr werdet eure Praxis sofort an den Nagel hängen. Und ich fahre morgen nach Bristol. Binnen 3 Wochen, ach, was sage ich, binnen 14 Tagen, werden wir das beste Schiff und die erlesenste Mannschaft in ganz England beisammen haben. Es dauerte doch länger, als Herr Trelawney geglaubt hatte, bis wir in See stechen konnten. Dr. Livesey musste nach London fahren, um einen Kollegen zu suchen, dem er seine Praxis übergeben konnte, und Herr Trelawney hatte in Bristol eine Unmenge zu tun. Während dieser Zeit wohnte ich im Schloss unter Obhut eines alten Wildhüters, der übrigens die Reise ebenfalls mitmachen sollte, genauso wie die beiden Diener des Gutsherrn. Endlich, als ich es kaum noch erwarten konnte, erhielten wir die Nachricht, dass wir nach Bristol kommen sollten. Und am Morgen nach meiner Ankunft schickte mich Herr Trelawney mit einem Brief ins Gasthaus zum Fernrohr, dessen Wirt er als Schiffskoch angeheuert hatte. Verzeihung, spreche ich mit Herrn Silver? Jawohl, mein Sohn, der bin ich. Ich bringe euch einen Brief von Herrn Trelawney. Ach, dann weiß ich, wer du bist. Du bist der neue Kajütsjunge, habe ich recht? Mhm. Freut mich, dich kennenzulernen. Nun, was hast du denn? Seht ihr den Mann da? Wo? Jetzt ist er zur Tür hinaus. Ein Bekannter von dir? Es war der schwarze Hund. Schäm mich den Teufel drum, wer er war, aber er hat seine Zeche nicht bezahlt. Hey, Harry, renn ihm nach und knöpf ihm das Geld ab. Wer soll das sein, sagst du? Schwarzer was? Herr Trelawney hat euch sicher von dem Seeräubern erzählt. Der schwarze Hund ist einer von ihm. Hey, morgen, Ben, habt ihr gehört? Bei uns verkehren neuerdings Seeräuber. Du musst dich irren, mein Sohn. Wie heißt du überhaupt? Jim Hawkins. Ja, ich bin sicher, dass du ein guter Kajütsjunge wirst, Jim Hawkins. Aber sieh mal die Geschichte mit dem, wie hieß er doch gleich? Schwarzer Hund. Also diese Geschichte ist verdammt unangenehm für einen Mann wie mich. Was soll bloß Captain Trelawney davon denken? Aber du wirst mir helfen, nicht wahr? John Silvers linkes Bein war dicht unter der Hüfte amputiert. Und unter der linken Schulter trug er eine Krücke, die er mit erstaunlicher Gewandtheit handhabte. Ich war ehrlich überrascht, dass er ohne Schwierigkeiten mit mir Schritt halten konnte, als wir zusammen zu Herrn Trelawney gingen. John Silver hatte darauf bestanden, den Vorfall persönlich zu berichten. Herr Trelawney und Dr. Livesey bedauerten sehr, dass der schwarze Hund erneut entkommen war. Umso mehr waren beide von dem künftigen Schiffskoch angetan. Ihr wisst, Trelawney, im Allgemeinen habe ich nicht viel Zutrauen zu euren Entdeckungen. Da geht es euch wie John Silver, Doktor. Der hat mir viele Matrosen wieder ausgeredet, die ich bereits angeheuert hatte. Was diesen Silver angeht, da muss ich euch zustimmen. Der Mann gefällt mir. Er ist ein wahrer Schatz. Herr Trelawney, ist es wahr, was Sie vorhin zu Silver gesagt haben? Was habe ich denn gesagt, Jim? Dass heute Nachmittag um 4 Uhr alle an Bord sein müssen. Jawohl, mein Junge, es ist endlich soweit. Dann darf Jim jetzt mit uns an Bord gehen? Selbstverständlich. Nimm deinen Hut, Jim, wir gehen den Schoner inspizieren. Willkommen an Bord der Hispaniola. Nun, Captain Smollett, ich hoffe, es ist alles in Ordnung. Ich bin, wie man das ja wohl nennt, mit versiegelter Order verpflichtet worden. Ich soll das Schiff dahin führen, wohin ihr es wünscht. Dagegen ist nichts einzuwenden. Aber jetzt stellt sich heraus, dass jeder Mann vor dem Mast über unser Reiseziel Bescheid weiß. Ausgeschlossen. Ihr müsst euch irren. Dann stimmt es also nicht, dass wir auf Schatzsuche fahren. Wie kommt ihr darauf? Euer Geheimnis wird bereits vom Papagei nachgeplappert. Von einem Papagei? Ja, er gehört dem Schiffskoch, wenn ich nicht irre. Und da wären wir gleich beim zweiten Punkt. Euch gefällt also die Mannschaft nicht, Captain? Soll das heißen, dass ihr die Leute für keine guten Matrosen haltet? Sie gefallen mir nicht. Ist das alles, was ihr an ihnen auszusetzen habt? Meine Herren, ich bin für das Schiff und die Menschen an Bord verantwortlich. Also erlaubt mir, gewisse Vorsichtsmaßnahmen zu treffen. Andernfalls müsstet ihr auf meine Dienste verzichten.
Gut, Captain. Tut, was ihr für nötig haltet. Als wir am Nachmittag wieder an Deck kamen, waren die Matrosen bereits dabei, die Waffen und Pulvervorräte umzuräumen. Der Captain persönlich beaufsichtigte die Arbeit. Die ganze Nacht hatten wir alle Hände voll zu tun, um alles richtig zu verstauen. Dazwischen huschte ich immer wieder an Deck. Für mich war alles an Bord neu. Die kurzen Kommandos, der schrille Ton der Bootsmannspfeife, die Matrosen, die beim Schimmer der Schiffslaterne an ihre Plätze eilten. Bratschwies, sing mal einen Vers vor. Ja, was soll's denn sein, Jungs? Das alte Lied, du weißt schon. Ja, dann pass mal auf. 15 Mann auf des toten Manns Kiste zu hauen. Mit einem Rest räumten Trunk und Teufel auf. Komm mal her, Hawkins. Was gibt es jetzt hier? Komm mal her und spinn kleines Garn mit dem alten John. Niemand ist willkommener in der Kombüse als du. Komm, setz dich her, mein Sohn. Lass uns plaudern. Mein Captain Flint, ich hab meinen Papagei Captain Flint getauft nach dem berühmten Seeräuber. Lass uns mal prophezeien, was für ein Erfolg unsere Reise haben wird. Na, was sagst du denn, Captain Flint? Erster. Sieh mal, Hawkins, der Vogel da ist vielleicht 200 Jahre alt. Er ist in Madagaskar gewesen und in Malabar. Und er war dabei, als die gestrandeten Silberschiffe geborgen wurden. Hast auch schon Pulver gerochen, nicht wahr, Captain? Klar zum Wenden. Klar zum Wenden. Klar zum Wenden. Wir segelten in froher Erwartung Tag und Nacht auf die Schatzinsel zu. Schließlich waren wir nur noch wenige Stunden von unserem Ziel entfernt, falls unsere Berechnungen richtig waren. Wahrscheinlich wäre alles anders ausgegangen, wenn die Apfeltonne nicht gewesen wäre. Sie stand während der ganzen Reise an Deck und jeder konnte hineingreifen. Am Ende der Fahrt war sie fast leer. Ich weiß nicht mehr, was mich bewog, in diese Tonne zu klettern. Aber als ich dann da drinnen zusammengekauert im Dunkeln hockte, muss ich wohl eingeschlafen sein. Als ich wieder erwachte, hörte ich einen Mann sprechen. Nein, ich war nicht Kapitän. Es war Flint. Ich war der Quartermeister, seit mein Bein futsch war. Dieselbe Breitseite, die dem alten Pew das Augenlicht kostete, hat mir mein Bein weggerissen. Flint? Das war doch der König der Seeräuber. Zuerst fuhr ich mit England, nachher mit Flint. Und jetzt war ich auf eigene Rechnung. Ich will dir was sagen, John. Bis jetzt hatte ich keine Lust zu dem Geschäft. Aber jetzt mache ich mit. Hier, meine Hand drauf. Nun, was ist? Mit Dick bin ich einig, er macht mit. Das habe ich doch vorher gewusst. Dick ist doch kein Dummkopf. Und nur zu dir, Bratschwies. Wie lange wollen wir noch warten? Hör zu, Hans. Du wirst weiter vor dem Mast schlafen und weiter schuften und nüchtern bleiben, bis ich das Zeichen gebe. Bin mit allem einverstanden. Will nur wissen, wie lange das noch dauern soll. Weiter nichts. So schön, wenn du es durchaus wissen willst, dann will ich es dir sagen. So lange, wie es irgend geht. Trelawney und der Doktor sollen uns den Kram ausfindig machen und an Bord bringen helfen zum Donnerwetter. Nachher werden wir weitersehen. Meinetwegen kann uns Captain Smollett noch einen halben Weg zurücksegeln, ehe wir losschlagen. Sag mal, John, wie sollen wir denn den Captain und die anderen aus dem Weg räumen? Also wie? Wir könnten sie aussetzen. Das war Englands Methode. Oder das Hintermesser gebrauchen. So hätten es Flint und Bill Burns gemacht. Ja, das war Billys Spezialität. Können es uns ja noch überlegen, aber ins Gras beißen müssen sie. Dazu ist die Sache zu ernst. Die Skelette in den Jungs! Ich erkenne sie wieder! Captain Smollett zu leben! Oh! 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 In dem Gewirr, das plötzlich an Bord herrschte, gelang es mir, unbemerkt aus der Tonne zu schlüpfen. Ich verschwand hinter dem Vorsegel und schlug einen Haken nach dem Heck. Später berichtete ich Herrn Trelawney, Dr. Livesey und Captain Smollett, was ich in der Tonne gehört hatte. Eine verflixte Geschichte, kurz und bündig gesagt. Eure Befürchtungen haben sich bewahrheitet, Kapitän. Ich wünschte, ich hätte auf euch gehört. Also, ich hätte einen Vorschlag, falls die Herren damit einverstanden sind. Ihr seid der Kapitän und habt das Kommando, also sprecht. Noch bleibt uns Zeit zum Überlegen. Wenigstens bis der Schatz gefunden ist. Deshalb schlage ich vor, dass wir ihnen zuvorkommen und unsererseits losschlagen, wenn sie es am wenigsten erwarten. Das ist ein guter Vorschlag. Ich hoffe, ihr könnt euch auf eure Diener verlassen. Joyce, Hunter und Redruth sind mir treu ergeben. Dann sind wir zusammen sieben, wenn wir den Jungen mitrechnen. Sieben gegen 19? Ein etwas ungleiches Verhältnis.
Zumal einer noch ein halbes Kind ist. Gerade Jim wird uns sehr nützlich sein. Wieso? Was habt ihr mit dem Jungen vor? Wir müssen über jeden einzelnen Mann genau im Bilde sein. Und das ist Jims Aufgabe. Jetzt weiß ich, was ihr meint, Captain. Die Leute nehmen sich vor ihm nicht so in Acht. Und Jim ist ein aufgeweckter Junge. Richtig, Doktor. Und ihr, Trelawney, was habt ihr dazu? Ich habe ebenfalls großes Vertrauen zu Jim Hawkins. Diese allgemeine Anerkennung war für mich ziemlich niederdrückend, denn ich kam mir sehr hilflos dabei vor. Und doch sollte es sich durch ein merkwürdiges Spiel des Zufalls so fügen, dass schließlich die Rettung durch mich kam. Am nächsten Morgen gab Captain Smollett der Besatzung Landurlaub. Und alle Matrosen bis auf die Deckwache fuhren zur Insel. Im letzten Augenblick sprang auch ich in eines der Landungsboote. Ich blieb aber natürlich nicht bei den Meuterern, sondern lief davon, sobald wir am Ufer anlegten. Plötzlich sah ich einen Mann vor mir. Wer seid ihr? Ben Gunn. Ja, da bin ich. Der arme Ben Gunn. 3 Jahre habe ich keinen Christenmenschen gesprochen. 3 Jahre. Seid ihr schiffsbrüchig? Nein, Kamerad. Ausgesetzt. Vor 3 Jahren? 3 Jahre nichts als Ziegenfleisch, Speeren und Austern. Ach, Kamerad, du ahnst nicht, wie sich mein Magen nach christlicher Nahrung sehnt. Du hast nicht zufällig ein Stück Käse bei dir. Leider nicht, aber ihr sollt pfundweise Käse bekommen, wenn ich jemals wieder an Bord komme. Du bist doch nicht... Du bist ja nicht etwa fortgelaufen? Das nicht, aber... Wie heißt du eigentlich, Kamerad? Jim. Jim Hawkins. Jim? Hm. Klingt nicht übel. Hör zu, Jim. Du bist doch nicht etwa mit Flints Schiff hier. Flint ist tot und ist auch nicht sein Schiff. Aber wir haben ein paar Matrosen von Flint an Bord. Doch nicht etwa einen Mann mit einem Bein? Sprecht ihr von Silver? Ja, ja. So hieß er. John Silver. Silver ist unser Koch und der Redelsführer. Dann sitzt ihr allesamt in einer bösen Klemme. Hab ich recht? Ja, das stimmt. Keine Angst. Verlasst euch nur auf den alten Ben Gunn. Ben Gunn wird euch aus der Patsche helfen, denke ich. Wollt ihr das wirklich tun? Der Herr, dem das Schiff gehört, ist bestimmt sehr nobel, nicht wahr? Herr Trelawney wird euch reich belohnen. Das höre ich gern. Aber Ben Gunn verlangt viel. Sagen wir 1.000 Pfund. Und freie Heimreise, verstanden? Oho. Hört sich an, als wäre es einem Kampf gekommen, nicht wahr, Kamerad Jim? Ich muss zurück. Ja, ja, lauf nur, Kamerad. Geh und bestell deinem Herrn, was Ben Gunn gesagt hat. Als ich ans Ufer zurückkehrte, lag die Hispaniola noch immer an ihrem alten Platz vor Anker. Aber an der Großgaffel wehte jetzt der Jolly Roger, die schwarze Piratenflagge. Zuerst dachte ich, die Meuterer hätten meine Freunde überwältigt, bis eine neue Breitseite über mich hinwegdonnerte. Dann sah ich plötzlich, kaum eine Viertelmeile entfernt, das Blockhaus und die britische Flagge, die über den Bäumen wehte und erkannte, was geschehen war. Aus mir unbekannten Gründen waren Herr Trelawney, der Doktor und die anderen Getreuen in das Blockhaus übergesiedelt. Kapitän, das Blockhaus ist vom Schiff aus nicht zu sehen. Die Kerle zielen offenbar auf die Flagge. Wäre es nicht klüger, wir holten sie nieder? Meine Flagge streichen? Niemals. Im Augenblick scheinen wir hier sicher zu sein. Auf jeden Fall war es richtig, das Schiff zu verlassen, wo wir mitten unter den Meuterern waren. Leider haben wir dabei einen Mann verloren. Armer Tom. Ich konnte ihm nicht mehr helfen. Schon gut, Doktor. Ich habe folgende Eintragung in das Logbuch gemacht. Wir kamen heute mit Proviant für 10 Tage bei knappen Rationen an Land und hissen die britische Flagge auf dem Blockhaus der Schatzinsel. Herr Trelawney! Herr Doktor! Captain! Hallo Hunter! Seid ihr das? Jim, Junge! Da bist du ja wieder! Wo hast du bloß gesteckt? Meine Geschichte hatte ich bald erzählt. Und ich begann, mich in unserem Quartier umzusehen. Dach, Wände und Fußboden des Blockhauses waren aus unbehauenen Fichtenstämmen zusammengefügt. Wir wurden in 2 Wachen eingeteilt. Der Doktor war zum Koch ernannt und ich wurde als Schildwache vor die Tür gestellt. Ab und zu kam der Doktor zu mir heraus. Was meinst du, Jim? Ist dieser Ben Gunn ein ordentlicher Kerl? Ich weiß nicht, Herr Doktor. Ich glaube fast, er ist nicht mehr ganz richtig im Kopf. Das ist durchaus möglich. Von einem Menschen, der 3 Jahre Mutterseelen allein auf einer einsamen Insel gesessen hat, kann man kaum etwas anderes erwarten. Ob es uns genauso geht, wenn die Meuterer ohne uns abfahren? Herr Trelawney hat dafür gesorgt, dass ein Hilfsschiff ausgesandt wird, wenn wir in einer bestimmten Frist nicht zurück sind. Herr Doktor, seht, dort! Eine Parlamentärflagge. Was höre ich da, Doktor?
Wir bekommen Besuch, Captain. Wahrhaftig, ein Parlamentär. Es ist Silver persönlich. Hey, Silver! Was wollt ihr mit der Parlamentärflagge? Captain Silver, möchte an Bord kommen und verhandeln. Captain Silver? Kenne ich nicht. Wer ist das? Das bin ich, Sir. Die armen Jungs haben mich zu ihrem Captain gewählt, nachdem ihr desertiert seid. Bin gekommen, um mit euch zu reden. Verlange nur euer Wort, dass ihr mich wieder heil aus den Palisaden rauslasst. Mann, ich habe nicht das geringste Verlangen, mich mit euch zu unterhalten. Wenn ihr mir aber etwas zu sagen habt, dann könnt ihr ruhig hereinkommen. Silver hatte furchtbare Mühe, den Abhang heraufzukommen. Die steile Böschung, die dicken Baumstümpfe und der weiche Sand machten ihn trotz seiner Krücke hilflos wie ein Segelschiff bei Windstille. Schweigend und mit bewundernswerter Energie arbeitete er sich empor, bis er vor dem Captain stand, vor dem er äußerst höflich salutierte. Captain Silver, erweist euch seine Referenz. Redet. Was habt ihr mir zu sagen? Captain Smollett, ich muss euch ein Kompliment machen. War ein feiner Streich von euch, ein verdammt feiner Streich. Wahrhaftig, das muss ich zugeben. Kommt zur Sache. Also, die Sache ist die. Wir wollen den Schatz haben und wir werden ihn kriegen. Das ist unser Standpunkt. Ihr werdet vermutlich euer Leben retten wollen. Jedenfalls würde ich das an eurer Stelle tun. Und da ist noch etwas. Ihr habt doch eine Karte von der Insel. Das kann schon sein. Ich weiß, dass ihr sie habt. Dazu gebt es ruhig zu. Wüsste nicht, was euch das nützen sollte. Aber, Captain, natürlich wisst ihr das. Im Grunde genommen ist doch alles ganz einfach. Ihr gebt uns die Karte, damit wir den Schatz heben können. Außerdem hört ihr auf arme Seeleute zu schießen. Und dafür lassen wir euch die Wahl. Entweder ihr kommt mit uns an Bord und ich gebe euch mein Ehrenwort, dass wir euch irgendwo an Land setzen. Oder, wenn ihr durchaus hier bleiben wollt, was ich verstehen kann, wir teilen unseren Proviant mit euch und senden euch das erste Schiff, das wir treffen. Na? Ist das ein Vorschlag? Ist das alles? Es ist mein allerletztes Wort zum Donnerwetter. Geht ihr nicht drauf ein, so bekommt ihr noch unsere Flintenkugeln zu spüren. Ihr habt mir eure Bedingungen genannt, Silver. Und nun hört, was ich euch zu sagen habe. Wenn ihr, einer nach dem anderen, unbewaffnet hier heraufkommt, so will ich mich verpflichten, euch alle in Eisen zu legen und in England vor ein ordentliches Gericht zu bringen. Wenn nicht, ich heiße Alexander Smollett. Ich habe die Flagge des Königs gehisst und werde euch alle in die Hölle schicken. Ihr könnt den Schatz nicht finden. Ihr könnt auch den Schoner nicht navigieren. Kein einziger ist von euch dazu imstande. Und ihr könnt nicht einmal kämpfen. Also schön, Captain. Wenn das euer letztes Wort ist, dann hört meine Antwort. Ehe eine Stunde rum ist, will ich euer altes Blockhaus in Brand stecken wie eine Rumtonne. Werdet es erleben, so wahr ich John Silver heiße. Es dauerte keine Stunde, bis sie kamen, aber wir waren auf der Hut. Captain Smollett hatte alles genau eingeteilt, wer an den Schießscharten stehen und schießen und wer die Gewehre laden sollte. Sie kommen! Los, Freunde, Feuer! Schnell, Jim, lade mein Gewehr. Der Angriff scheint von Norden zu erfolgen. Die anderen Seiten sind nur Scheinangriffe. Trotzdem bleibt jeder auf seinem Posten. Sobald sich einer auf den Palisaden zeigt, wird geschossen. Habt ihr getroffen, Doktor? Bin nicht sicher. Sie kommen über die Palisaden. Ein ganzer Haufen. Schießt, Freunde! Feuer! Achtung, da ist einer an der Tür. Los, nimm das Entermesser. Da, nimm, Bursche. Sie fliehen! Bleibt in Deckung! Schießt, Freunde! Der Captain ist getroffen! Schnell, bringt ihn hierher! Schon gut, Freunde. Lass mich. Geht an die Schießscharten. Die Meuterei, passt auf! Keine mehr zu sehen, Captain. Sind sie ausgerissen? Alle, die noch dazu in der Lage waren. Im Augenblick drohte Angriffe abgeschlagen. Aber nicht nur die Meuterer hatten Verluste erlitten, auch wir hatten zwei Tote zu beklagen. Was den Captain anging, so war seine Verwundung schwer, aber nicht lebensgefährlich. Der Vormittag verging, ohne dass ein neuer Angriff erfolgte. Wenn nicht alles täuscht, sind wir jetzt günstiger dran als am Anfang. Da waren wir 7-19. Jetzt haben wir es höchstens noch mit 8 Meuterern zu tun. Und wir sind 4 mit dem Jungen. 5, Doktor. Und erzähle ich nicht mehr. Hm? Ihr seid verwundet, Captain. Ach, ich hatte nur noch eine halbe Portion, kurz und bündig gesagt. Ich werde euch wieder zusammenblicken, Captain.
Aber die nächsten Wochen werdet ihr euch kaum bewegen können. Ich bewegen? Wie denkt ihr euch das? Ihr solltet auch nicht mehr sprechen, als unbedingt notwendig ist. Ihr wollt mir also auch den Mund verbieten, Doc. Ihr müsst euch jetzt schonen, Captain. Hey, Jim, alles in Ordnung? Nichts Verdächtiges zu sehen, Sir. Sieht so aus, als hätten wir im Augenblick nichts zu befürchten. Darum werde ich euch jetzt verlassen. Ihr wollt fort, Doktor? Ich glaube, es ist an der Zeit, dass einer von uns mit Ben Gunn spricht. Während der Doktor sich aufmachte, um mit Ben Gunn zu reden, fasste auch ich einen Plan. Ich befürchtete, dass die Meuterer nach dem missglückten Überfall den Anker lichten und in See stechen könnten. Deshalb wollte ich heimlich zur Hispaniola rudern und das Ankerkabel durchschneiden und den Schoner auf den Strand laufen lassen. Ich verließ also das Blockhaus und schlich mich ans Ufer, wo die Boote der Meuterer noch verdeut lagen. Als es dunkel wurde, ruderte ich vorsichtig zum Schoner, der noch immer am gleichen Platz verankert lag. Es bereitete mir keine Mühe, nach und nach alle Stränge des Kabels durchzuschneiden. Doch plötzlich drehte sich die Hispaniola mit einem Ruck in die Strömung und riss mein Boot mit. Ich wäre gekentert, wenn ich nicht im letzten Augenblick eine dünne Leine zwischen meinen Fingern gespürt hätte. Ich griff sofort zu und kletterte eilig an Bord des Schoners und hielt nach der Wache Ausschau. Der erste Wachmann, den ich entdeckte, lag tot an Deck. Der zweite lehnte gegen die Reling. Zuerst dachte ich, dass er nur betrunken wäre. Dann hörte ich ihn stöhnen und sah das Blut, das aus seiner Wunde floss. Endlich erkannte ich ihn. Melde mich an Bord, Herr Hemd. Was ist? Ah ja, du bist das, Jim Hawkins, lieber. Los, Junge, hol mir eine Flasche Rotwein. Ihr seid verwundet? Wünsche der verdammte Doktor wäre an Bord. Also Streit mit dem Kerl da, diesem Ihren. Heißt O'Brien. Sind beide als Wache an Bord geblieben. Hatten Segel gesetzt und wollten zurücksegeln. Naja, und nun ist er tot. Mausetot. Niemand mehr da, der die Segel setzen kann. Alle fort. Ich könnte euch beim Segeln helfen. Du willst segeln? Wohin denn? In die Nordbucht will ich. Und die Spaniola dort auflaufen lassen. Nach der Nordbucht, so, so. Ah, du bist ein kluger Junge. Herr Hemd, ich bin an Bord gekommen, um hier das Kommando zu übernehmen. Zu Befehl, Captain Hawking. Weißt, dass ich das Spiel verloren habe. Nachdem ich die verfluchte schwarze Flagge niedergeholt und über Bord geworfen hatte, machte ich mich auf die Suche nach einer Flasche Branntwein. Danach verband ich Hans Wunde so gut ich konnte. Schließlich machten wir uns gemeinsam daran, den Schoner in die Nordbucht zu steuern. Wir brauchten den ganzen nächsten Tag dazu. Ich segelte nach Hans Kommando und der Bootsmann erwies sich als ein guter Lotse. Geschickt kreuzend glitten wir an den Sandbänken vorbei und erreichten glücklich die Nordbucht. Ja, feiner Platz, um ein Schiff auf den Strand zu setzen. Und wie bekommen wir den Schoner später wieder flott? Nicht leicht hast das. Du machst ein Tau hier fest. Gehst damit bei Ebbe zum anderen Ufer rüber, legst es dort um einen Baum und kommst wieder damit zurück. Legst das Ende um das Gangsbild und wartest auf die Flut. Und dann? Wenn das Wasser hoch genug steht, dann holen alle Mann an dem Ende und das Schiff ist wieder flott. Fast wie vor selbst. Großartig. Jetzt pass auf, mein Goldjunge. In diesem Augenblick lief die Hispaniola mit einem Ruck auf den Strand, schwankte, bohrte sich in den Sand und legte sich nach Backbord. Das geschah so blitzschnell, dass Hans und ich das Gleichgewicht verloren, aber ich war zuerst wieder auf den Füßen und das war mein Glück. Mit Gedankenschnelle sprang ich in die Fockwanten und kletterte in einem Atemzug hoch, bis ich auf der Quersaling saß. Das war ein schwerer Schlag für Hans. Ich sah, wie er sich aufraffte und zögernd die Wanten heraufkam. Ich sah auch den Dolch, den er zwischen seinen Zähnen trug. Halte, Hans. Bleibt unten oder ich schieße. Seht ihr, ich habe zwei Pistolen. Höre, Jim. Wir wollen den Streit begraben und Waffenstillstand schließen. Ihr sollt bleiben, wo ihr seid. Habt ihr nicht gehört? Ich tue dir doch nicht, Jim. Ehrenwort, ja. Ich gebe zu, ich wollte dich loswerden, aber ich habe ja keinen Glück. Also, ich werde jetzt meine Flagge streichen. Kein Schritt weiter, oder? Das ist hart für einen alten, erfahrenen Seemann, die Flagge streichen. Noch dazu vor so einem Schiffsjungen wie du, Jim. So. Jetzt habe ich dich. Jetzt.
Hans hatte sein Messer nach mir geschleudert und ich hatte mich blitzschnell geduckt. Vor Schreck hatte ich abgedrückt und beide Pistolen waren losgegangen. Noch lange gellte mir der Schrei in den Ohren, mit dem Hans aus den Wanden stürzte. Nachdem ich auch dieses Abenteuer glücklich überstanden hatte, wollte ich so schnell wie möglich zum Blockhaus zurück. Während ich im Mondlicht durch den Wald schlich, malte ich mir aus, was Herr Trelawney und der Doktor sagen würden, wenn sie mich am Morgen entdeckten. Endlich war ich am Ziel. Im Haus sah es stockfinster, und ich ging mit vorgehaltenen Händen hinein. Plötzlich stieß mein Fuß gegen ein Hindernis. Dann hörte ich eine kreischende Stimme. Erster! 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 Wer da? Halt! Hier geblieben! Bring eine Fackel, Dick! Wo sehen wir uns, da ins Gang gegangen ist? Klar zum Binden! Klar zum Binden! Sieh mal einer an! Jim Hawkins! Nett, dass du uns mal besuchen kommst. Ja, Silver? Also, Jim, das muss ich dir lassen. Du hast den armen alten John ganz hübsch überrascht. Aber ich freue mich, dass du gekommen bist. Hab immer gewollt, dass du mitmachen und deinen Anteil bekommen solltest. Pfui, wie könnt ihr sowas von mir denken? Ich habe dem Captain und dem König die Treue gelobt. Also ich an deiner Stelle würde Captain Smollett jetzt lieber aus dem Weg gehen. Und der Doktor ist auch mordswütend auf dich. Das ist nicht wahr. Du kannst es dem armen alten John ruhig glauben. Deine Leute wollen nichts mehr von dir wissen. Scher dich zum Teufel. Hör nicht auf das, was mein Papagei sagt, Jim. Wirst bei Captain Silver anheuern müssen. Soll mir recht sein, Kamerad. Zuerst sag mir, wo meine Freunde sind. Also hör zu. Gestern früh, nachdem der Schoner verschwunden war, kam der Doktor zu uns mit einer Parlamentärflagge. Haben einen Waffenstillstand geschlossen. Dann haben sie uns das Blockhaus übergeben und sind auf Wanderschaft gegangen. Ist das alles? Jedenfalls alles, was ich dir erzählen werde, Söhnchen. Damit ihr es wisst, Silver. Ich bin nicht so dumm, wie ihr glaubt. Ich habe von Anfang an gewusst, dass ihr uns überfallen wolltet. Ich habe auch den Schoner in Sicherheit gebracht. Einen Platz, den ihr genauso wenig finden werdet wie den Schatz. Da hört ihr es. Der Junge muss weg. Er hat auch den schwarzen Hund erkannt. Richtig, aber ich kann euch noch mehr erzählen. Er hat auch Billy Bones die Taschen ausgeleert und die Karte stibitzt. Also Schluss mit ihm. Halt da! Was bildest du dir ein, Mary? Denkst du vielleicht, dass du hier der Captain bist? George hat recht, der Junge muss weg. Will einer von euch mit mir anbinden? Er braucht es nur zu sagen. Na, ihr seid mir eine bildhübsche Gesellschaft. Deshalb bin ich hier auch der Captain, weil ich euch allen um eine gute Seemeile voraus bin. Aber was den Jungen angeht, so habe ich ihn wirklich gern. Er ist ein fixer Bengel und besser als irgendeiner von euch Schlappschwänzen. Nichts für ungut, Captain, aber die Mannschaft ist unzufrieden. Wir bestehen auf unserem Recht, draußen einen Matrosenrat abzuhalten. Na geht! Lasst euch nicht abhalten! Pass mal auf, Hawkins. Du weißt, dass du kaum noch eine Planke weit vom Tod entfernt bist. Aber merk dir, der alte John hält durch dick und dünn zu dir. Ihr glaubt, dass alles verloren ist? Hör zu, Jim. Die da draußen sind ausgemachte Dummköpfe. Vor denen will ich dich retten. Aber siehst du, Jim, dafür musst du den langen John vor dem Galgen retten. Ich werde ein gutes Wort für euch einlegen, Herr Silver. Das verspreche ich euch. Du wirst auch nicht davonlaufen, ohne mich mitzunehmen. Ich werde euch mitnehmen. Ehrenwort. Still. Sie kommen zurück. Tut mir leid, John, aber... Ich sehe es euch an, Kameraden. Ihr bringt mir den schwarzen Fleck. Ich bin also abgesetzt. Du hast die Geschäfte schlecht geführt, John. So? Habe ich das? Also, um ehrlich zu sein, bin froh, dass ich nicht mehr das Kommando habe. Aber was würdet ihr sagen, Kameraden, wenn ich den Plan für den Schatz hätte? Ist das wahr? Ah, der Doktor hat ihn mir gegeben, als wir den Waffenstillstand schlossen. Donnerwetter, John. Bist verdammt gerissen, das muss ich zugeben. Bleibe ich nun euer Captain oder nicht? Captain Silver soll leben! Oh! Es war ein merkwürdiges Spiel, auf das sich Silver einließ. Mit der einen Hand bändigte er die Meuterer, mit der anderen versuchte er, sein elendes Leben zu retten. Als wir uns endlich wieder schlafen legten, konnte ich lange nicht einschlafen. Und am Morgen weckte uns eine kräftige Stimme. Blockhaus, ahoi! Der Doktor ist da! Was will der Kerl hier? Das weißt du genau wie ich, Mary. Unsere Verwundeten behandeln. Schließlich ist er der Doktor. Der Kerl kommt doch nur, um zu spionieren. Wirf ihn raus oder nimm ihn gefangen. Es herrscht Waffenstillstand, Mary. Wir haben einen Vertrag geschlossen. Pfeif auf den Vertrag. Maul halten. Wann wir den Vertrag brechen, bestimme ich. Hey! Silver! Wo steckt ihr? Ah, schönen guten Morgen, Doktor.
Alle wohlauf, eure Patienten? Wir haben auch eine Überraschung für euch. Haben einen neuen Logiergast bekommen. Hat die ganze Nacht längsseits vom alten John geschlafen. Doch nicht etwa Jim? Der leibhaftige Jim, von Kopf bis zur Zehe. Würde gern mit dem Jungen reden, Silver. Ja, werden sehen, was der alte John für euch machen kann, Doktor. Und nun folgt mir zu den Verwundeten. Bin der reine Piratendoktor geworden. Oder Gefängnisarzt, wie ich lieber sagen möchte. Sind euch für eure Hilfe sehr dankbar, Doktor. Um ehrlich zu sein, ich setze meine ganze Ehre da rein, nicht einen einzigen Mann für den Galgen zu verlieren. Ihr seid ein Spaßvogel, Doktor. Nachdem der Doktor die Wunden der Piraten untersucht und neu verbunden hatte, führte ihn Silver wieder zu den Palisaden hinaus. Aber er richtete es so ein, dass ich zur selben Zeit auf der anderen Seite des Zaunes stand, so dass der Doktor mit mir sprechen konnte. Was machst du bloß für Sachen, Jim? Ich weiß, dass es nicht recht von mir war, aber ich musste doch den Schoner retten. Den Schoner? Ich habe ihn in der Nordbucht auf den Strand laufen lassen. Von dort bekommen wir ihn schnell wieder flott. Mir scheint, du hast uns schon wieder das Leben gerettet, Jim. Und wir waren alle wütend auf dich. Nicht, dass wir dich für einen Verräter hielten, aber... Ihr wohnt jetzt in Bengams Höhle, nicht wahr? Ich werde dich mitnehmen, Jim. Du wirst einfach mit mir davonlaufen. Nein, Herr Doktor, das geht nicht. Nun, Doktor, hat euch der Junge gesagt, dass ich ihm das Leben gerettet habe? Deshalb möchte ich euch bitten, mir eine Spur von Hoffnung zu geben, dass ich mit heiler Haut davon komme. Ich werde euch einen Rat geben, Silver. Schiebt die Schatzsuche so lange wie möglich hinaus. Werdet nämlich eine böse Überraschung erleben. Leider war das nicht möglich. Selbst Silver konnte nicht verhindern, dass wir noch am gleichen Tage auf Schatzsuche gingen. Alle kamen mit, sogar die Verwundeten. Wir folgten den Markierungen, die Silver auf dem Plan eingezeichnet fand. Weiter, Kameraden. In Richtung Fernrohr. Ich wette, das ist die Bergspitze dort. Muss dauernd an Flint denken. Dabei bin ich gar nicht scharf drauf. War ein schrecklicher Teufel, wenn mich einer fragt. Öffne mal auf des roten Manns Kiste drauf. Jo, und dann wurde um. Das ist Flint! Flint? Ich denke, der ist tot. Bei Flint ist alles möglich. Heilige Jungfrau! Darby McGraw! Darby McGraw! Geh und hol mir Rum! Er ist es! Es ist Flint! Jetzt gibt's keinen Zweifel mehr! Macht, dass ihr fortkommt! Kameraden, lauf! Lauf! Wie kommst du darauf, dass es Flint ist? Es waren meine letzten Worte! Flints letzte Worte! Kein Mensch auf dieser Insel kann jemals etwas von Darby gehört haben! Keiner! Ich bin hier, um den Schatz zu holen, und keiner kann mich daran hindern! Nimm dich in Acht, John! Versuch nicht, mit einem Gespenst anzubinden! Gespenst? Irrtum, Tom! Das war gar nicht Flints Stimme! Das war die Stimme von Ben Gunn! Wahrhaftig, du kannst recht haben. Da, seht, eine Grube. Der Schatz, Kameraden. Leer. 700.000 Pfund dahin. Nimm die Pistole, Jim, und mach dich auf Sturm gefasst. Ich sehe, ihr wollt wieder einmal die Partei wechseln. Es geht uns an den Kragen, Jim. Pass auf. Hey, John, wo sind die 700.000 Pfund, die du uns versprochen hast? Du bist wohl der Mann, der dir ein Geschäft verfuscht? Wie? Grab nur, Jungs. Soll mich wundern, wenn ihr nicht ein paar Erdnüsse findet. Erdnüsse? Habt ihr es gehört, Kameraden? Der Kerl hat uns betrogen. Da juckt sich wieder mal, Captain zu werden, Mary. Kameraden, seht ihn euch an. Da steht er, ganz allein. Ein Krüppel neben einem Jungen. Los, Kameraden, auf ihn! Halt! Das Spiel ist aus. Ihr seid umzingelt. Schön die Hände hoch. Alle Achtung, Doktor. Das war Hilfe in höchster Not. Ah, da kommt ja auch Herr Trelawney. John Silver, ihr seid ein abgefeimter Schurke und Betrüger. Aber ich habe mein Wort gegeben, nichts gegen euch zu unternehmen. Um des Jungen willen. Danke vielmals, Herr Trelawney. Und das steht euch mir zu danken. Ich begehe eine grobe Pflichtverletzung, indem ich euch schone. Abtreten! Wir verließen mit dem Schoner noch am gleichen Tage die Insel. Im nächsten Hafen heuerten wir neue Matrosen für die Heimreise an. Mitten auf See kam Ben Gunn aufgeregt in die Kajüte gestürzt. Silver ist verschwunden. Lasst ihn laufen. Er ist mit einem Landungsboot geflohen. Können froh sein, ihn so billigen Baubes losgeworden zu sein. Da habt ihr recht. Wir wären alle verloren gewesen, wenn der Mann mit dem einen Bein an Bord geblieben wäre. Er war mit dem Teufel im Bunde. Könnt es mir glauben. Ich habe nie wieder etwas von John Silver gehört.
Sparren Silber liegt, soviel ich weiß, noch immer dort, wo Flint es vergraben hat. Aber keine Macht der Erde würde mich je wieder auf die Schatzinsel zurückbringen. In meinen Albträumen höre ich oft die Brandung rauschen. Und manchmal gellt mir das scharfe Kreischen von Captain Flint in den Ohren.